Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. EA hat sich höchstpersönlich selbst zu Wort gemeldet und thematisiert das Thema Events. Die Events werden in Zukunft in drei verschiedene Kategorien unterteilt. Season Start Event, thematische Events und Sammler-Events. Sammler-Events, sowas wie das Iron Crown-Event, was jetzt zu Ende gegangen ist zum Beispiel. Ich werde euch gleich verschiedene Inhalte vorlesen, damit ihr mal wisst, um was es sich pro Thema handelt, also was da auf uns zukommt an inhaltlichen Änderungen. Und das nächste Event startet sogar schon Anfang September. Um was es da im Einzelnen geht, nach dem Intro. Ich werde euch jetzt mal vorlesen, was inhaltlich geschrieben wurde. Es ist wirklich viel Text, deswegen muss ich es vorlesen. Auswendig lernen ist da ein bisschen schwierig. Ich lege direkt mal los. Wir möchten euch etwas mehr über die drei Event-Typen erzählen, die euch in Apex Legends erwarten. Season-Starts, Sammel-Events und thematische Events, hatte ich bereits erwähnt. Das nächste startet Anfang September. Also offizielle Sache. Hauptziel aller Events ist es Implementierung neuer Spielmöglichkeiten, damit das Spiel für unsere Spieler stets frisch und aufregend bleibt. Jedes dieser Events hat ein einzigartiges Thema mit verschiedenen Komponenten, basierend auf demselben Grundgerüst. Ich nenne euch jetzt mal die drei Grundgerüste. Eine oder mehrere neue Gameplay-Änderungen wie permanente und befristete Modi, wie zum Beispiel der Solo-Modus oder der Ranglisten-Modus. Karten-Updates, Stadtübernahmen. Stadtübernahmen, damit ist sowas gemeint wie der Ring of Fire von Octane, der jetzt gerade ins Spiel gefunden hat, beziehungsweise der Platz zwischen Donnerkuppel und Luftwaffenbasis. Balance-Änderungen, neue Charaktere, neue Waffen und vieles mehr. Neue kostenlose Fortschrittsinhalte über Herausforderungen und Battle Pass, wie immer. Und kaufbare Kosmetikobjekte über den Battle Pass, Packs und den Shop. So, und jetzt wird genau thematisiert, was ein Season Start Event mit sich bringt. Das lese ich jetzt direkt mal vor. Zu Beginn jeder Season gibt es ein umfassendes Karten-Update, was ich schon mal sehr, sehr geil finde. Das ist aber auch nichts Neues. Eine neue Legende, ist quasi ein Versprechen, dass zu jeder Season neue Legende kommt. Neue Beuteobjekte, wie zum Beispiel Waffen, Explosivwaffen und so weiter. Nachhaltige Änderungen an den Legenden und Waffenmeta, ganz wichtig, dass an den Waffen immer mal regelmäßig geschraubt wird, falls eine Waffe zu schwach oder zu stark ist. Finde ich schon mal eine coole Sache. Balance-Updates für unsere Ranglisten-Modus und mitunter neue Features, wie die mit dem Ranglistenmodus in Season 2 angeführten Funktionen. Ferner wird in jeder Saison ein brandneuer Battle Pass veröffentlicht. Das ist auch nichts Neues. Kommen wir direkt zu den thematischen Events. Diese Events laufen während einer Season und bieten einen befristeten Modus, wie zum Beispiel der Ranglistenmodus oder der Solo-Modus, Event-Herausforderungen, bei denen Spieler kosmetische Objekte erhalten können, sowie einen Mix aus Event-exklusiven und klassischen kosmetischen Objekten für den Direktkauf. Diese Events können auch eine Stadtübernahme, kleinere Kartenänderungen und Erweiterung des Apex Legends Universums enthalten, wie zum Beispiel bei der legendären Jagd. Wird auch beschrieben, war ein typisches thematisches Event. Das nächste Event, Achtung, das Anfang September erscheinen soll, dreht sich dann um eine gewisse Phasenexpertin. Wer das sein soll, es handelt sich quasi Anfang September mit dem thematischen Event. Inhaltlich geht es da um Wraith, ganz einfach erklärt. Und das bestätigt so ein bisschen den Inhalt meines Videos von gestern, als ich von dem Halloween-Event gesprochen habe. Und wir können uns diesmal auch sicher sein, wenn das hier alles so ein bisschen erläutert wird. Ich hatte ja gestern in dem Video gesagt, die ganzen Events waren immer mitten in einer Season. Das heißt, ein Event pro Season. Das hat sich quasi mit der ganzen Erklärung erledigt. Also können wir auch davon ausgehen, dass direkt zum Start einer Season ein Event kommt. Zum Beispiel ein thematisches Event, was jetzt im September ist. Und quasi Ende Oktober dann ein Halloween-Event, was eigentlich quasi zum Season-Start gleich ein Thema-Event sein wird. Kommen wir direkt zu dem Sammel-Event. Sammel-Events gibt es ebenfalls während einer Season. Sie bieten einen befristeten Modus, Event-Herausforderungen, bei denen Spieler Kosmetikobjekte und ein Set aus Event-exklusiven Kosmetikobjekten erhalten, die über eventspezifische Apex-Packs oder Direktkäufe erhältlich sind. Wie beim Iron Crown Collection-Event ändert die Packs für viel, viel Geld. Oder eventuell später im Store per Direktkauf, wie es dann geändert wurde wegen dem Shitstorm. Ihr habt also die Wahl.
Wie thematische Events können auch Sammel-Events eine Stadtübernahme oder kleinere Kartenänderungen umfassen? Im Klartext, ihr könnt entweder wieder viel, viel Geld reinbuttern oder ihr könnt euch mit Apex Packs per Zufallsgenerator vielleicht das ein oder andere Sammelobjekt eurer Wahl so ziehen. Jetzt kommt aber etwas und da bin ich sehr, sehr gespannt. Wir haben jede Menge Feedback unserer Fans hinsichtlich des Iron Crown Sammel-Events erhalten und hören euch natürlich zu. Das bedeutet für mich im Klartext, hoffentlich sind die Preise der Packs nicht so teuer und vor allen Dingen hoffe ich sehr für alle Eventarten, egal welche, dass sämtliche Skins auch freischaltbar sind, weil ich finde, Leute, die viel, viel Zeit investieren und auch mal den ein oder anderen Euro investieren, sollten dementsprechend auch belohnt werden und nicht wie im letzten Event, jetzt kann man 2 Apex Packs gerade mal freischalten und den Rest musst du kaufen. Es war wirklich ein Zwang, Geld zu investieren, wenn du die restlichen Skins haben wolltest und das finde ich eine mega Frechheit. Ich lese jetzt mal weiter. Wir planen für Oktober ein weiteres Sammel-Event und werden euch von vor dessen Start informieren, welche Änderungen wir für dieses Event vornehmen. Also, ich habe euch, wie gesagt, gestern berichtet über das Halloween-Event. Es kann eigentlich nur so sein, wie ich es vermutet habe. Ich freue mich auf jeden Fall mega drauf. Ich spreche jetzt gerne nochmal Anfang September an. Ich gehe mal davon aus, dass wir so 2-3 Tage vor dem Event nochmal genaueres erfahren. Wie gesagt, es wird sich thematisch um Wraith handeln. Da wird es wahrscheinlich 1-2 Skins geben, die man freischalten kann. Bin ich sehr, sehr gespannt. Und was ich vielleicht sogar hoffe, dass man vielleicht das Messer, also diese, das Erbstück freischalten kann. Das würde ich mega geil finden. Und was ich jetzt so ein bisschen rauslesen kann. Kann, muss nicht. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, weil es ja heißt, befristete Spielmodi in verschiedenen Events. Es könnte nun doch sein, dass vielleicht der Solo-Modus, vielleicht auch später ein Duo-Modus, nicht fester Bestandteil für immer werden, dass man immer, wenn man Bock hat, Solo spielen kann, sondern dass es immer, wenn ein Event startet, dass man dann vielleicht 2-3 Wochen Solo nur spielen kann. Das ist so ein bisschen jetzt meine Befürchtung. Ich denke, damit kann man aber leben, weil es wird ja scheinbar inhaltlich versprochen, dass jetzt öfter mal ein Event auf uns zukommt und nicht nur alle 3 Monate ein Event für 2 Wochen. Finde ich auf jeden Fall eine Sache, die finde ich sehr, sehr interessant. Ich hoffe, dass wirklich die Leute auf die Community hören und sich mal, dass das Auskotzen sich gelohnt hat. Ich möchte jetzt natürlich wie immer darauf aufmerksam machen, dass es sämtliche News-Updates, wenn was Neues über Apex Legends bekannt ist, findet ihr das direkt relativ schnell auf meinem Kanal. Also abonniert mich gerne, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Lasst diesem Video gerne, gerne einen Daumen nach oben da. Lasst ein Feedback in den Kommentaren da, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und für alle, die relativ zeitnah dieses Video sehen, es gibt heute noch gegen 16 Uhr circa den nächsten Livestream. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.